Dein Beckenboden ist zu schwach. Diese Aussage hast du bestimmt schon mal gehört und natürlich ist da die Konsequenz, die geschwächte Muskulatur zu kräftigen. Dazu gibt es bereits schon ein Video auf unserem Kanal. Aber tatsächlich ist ein schwacher Beckenboden gar nicht unbedingt immer die Ursache für Beschwerden im Beckenbereich. Ein Beckenboden kann nämlich auch zu schwach bzw. nicht richtig funktionieren, weil er eigentlich zu fest ist. Du kannst dir vorstellen, das ist wie eine angespannte Hand, eine Faust, die ja auch nicht wirklich mehr funktionsfähig ist. Wie es genau dazu kommt und was du dagegen tun kannst, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. In der letzten Zeit gibt es immer mehr Evidenz dafür, dass Beschwerden wie zum Beispiel das Syndrom der überaktiven Blase, also der Reizblase oder auch Verstopfungen oder auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr durch eine Überaktivität des Beckenbodens und der Beckenbodenmuskulatur verursacht werden. Aber wie kommt es denn eigentlich dazu? Mögliche Ursachen sind zum Beispiel eine falsche Haltung, da dadurch natürlich mehr Druck und Belastung auf den Beckenboden kommt. Und auch durch zum Beispiel Stress verspannt sich nicht nur die Kiefermuskulatur, sondern auch der Beckenboden. Und diese Muskelpartien, also der Mundboden, der Kiefermuskel und der Beckenboden, arbeiten sogar miteinander zusammen und haben hier eine bestimmte Wechselwirkung. Spannend, oder? Kannst du ja auch mal beobachten, dass wenn du viel Stress hast und einen verspannten Muskel, ob du merkst, dass da auch dein Beckenboden nicht richtig loslassen kann. Auch starke Periodenschmerzen oder auch die Erkrankung Endometriose können den Beckenboden verkrampfen lassen. Und auch wenn du häufig zum Beispiel unter Verstopfungen leidest, kann sich das einfach ja in einem sehr festen Beckenboden widerspiegeln. Aber keine Sorge, dem kannst du zum Glück entgegenwirken. Vor allem die Dehnung und auch die Hüftmobilisation spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, um den Beckenboden wieder etwas zu entspannen und locker zu machen. Auch Faszientraining kann sehr sinnvoll sein, sowie auch die innere und äußere Massage können einfach sehr wohltuend auf den Beckenboden wirken. Wie bei allen Muskelverhärtungen und Anspannungen wirkt auch eine Wärmeanwendung manchmal wahre Wunder. Und in der Physiotherapie wird auch gerne die Stromanwendung als Behandlungsform eingesetzt. Ganz wichtig ist aber, und das habe ich ja eben schon angesprochen, die Haltungsschulung, sodass du einfach im Alltag den Beckenboden nicht unnötig belastest und ihn durch eine eher aufrechte Haltung wieder etwas Entlastung schenkst. Und heute in dem Video zeige ich dir 5 Übungen zum Nachmachen. Also wenn du magst, kannst du direkt mit auf die Matte kommen und wir legen gemeinsam los. Wir starten als erste Übung auf einem Hocker in einem aufrechten Sitz und du schnappst dir einfach mal ein schmales Handtuch, zum Beispiel so ein Gästehandtuch und rollst das zu einer kleinen festen Handtuchrolle und da setzt du dich jetzt drauf und zwar mit der Rolle im Bereich zwischen deinem Sitzbeinhöcker und deiner Öffnung sozusagen. Das heißt nicht direkt in der Mitte, sondern im Weichteilgewebe, da wo der Beckenboden ist. Das kannst du gerne einfach mal ausprobieren. Wir starten jetzt mal hier mit der rechten Seite und dann beginnen wir mal das Becken langsam zu bewegen. Das heißt einfach mal nach vorne und nach hinten kippen und da spürst du jetzt vielleicht den Druck der Rolle auf deinen Beckenboden. Was wir machen, ist jetzt quasi eine äußere Massage, die das Gewebe einfach besser durchblutet und ein bisschen Entspannung wieder reinbekommt. Du kannst gerne auch mal dein Becken so von links nach rechts ein bisschen schieben und sozusagen deine Knie nach vorne abwechselnd rausschieben. Auch das ist eine schöne kleine äußere Massage für deinen Beckenboden. Und was du auch immer super gut machen kannst, ist, dass du dir vorstellst, dass deine Sitzbeinhöcker sich quasi um die Handtuchrolle legen wollen. Also, dass du sie quasi mit den Sitzbeinhöckern umarmst. Das ist eine schöne Übung, um zu versuchen, wirklich noch ein bisschen tiefer in den Hocker zu sinken. Nimm dir dazu gerne mal bewusst Zeit und atme auch ganz entspannt mal tief ein und aus und am besten tief in den Bauch einatmen. Okay, wenn du das gemacht hast, dann kannst du jetzt gerne noch einmal die Seite wechseln. Nimm dir dafür auch gerne wieder 1-2 Minuten Zeit und dann gehen wir direkt auf die Matte. Mach es dir richtig gemütlich auf deiner Matte und dann starten wir mal mit einer schönen Entspannungsübung. Entweder du ziehst die Beine einfach nur zu dir ran, sodass du ein bisschen Dehnung auf deinen Beckenboden bekommst. Oder du gehst von hier aus dann noch in die Happy Baby Pose. Dafür spreizst du dann deine Beine
und greifst mal von innen oder von außen, das ist eigentlich egal, deine Füße und bringst sie in so einen 90-Grad-Winkel im Knie. Und da wirst du dann direkt merken, das ist eine richtig schöne Dehnung, auch für deine Hüfte, für deine Gesäßmuskulatur. Und hier kannst du auch gerne wie ein Happy Baby, wie ein glückliches Baby mal ein bisschen hin und her schaukeln und mal ruhig für eine Minute oder auch 90 Sekunden in dieser Position verweilen. Achte auch hierbei wieder schön auf deine Atmung, da wir das Zwerchfell, unser größter Atemmuskel, auch mit dem Beckenboden zusammenarbeitet. Und wenn du tief einatmest, dann kann der Beckenboden noch ein bisschen besser locker lassen. Von hier aus gehen wir dann direkt in die nächste Übung über. Und zwar stellst du die Beine einfach wieder auf, ungefähr, dass die Fersen sich berühren und lässt dann die Beine auseinanderklappen wie ein Schmetterling. Und vielleicht spürst du dann direkt die Dehnung hier in den Adduktoren, in der Beininnenseite. Und da diese Hüftmuskulatur auch mit dem Beckenboden zusammenarbeitet, ist das einfach eine richtige Wohltat, wenn wir hier mal ein bisschen Länge in die Beininnenseite bringen. Gerne kannst du, wenn du möchtest, deine Arme einfach neben dem Körper ablegen oder auch auf den Bauch, um dich hier nochmal auf die bewusste, tiefe Bauchatmung etwas mehr zu konzentrieren. Auch diese Übung kannst du gerne wieder ruhig für eine Minute oder 90 Sekunden halten, solange wie du dich wohlfühlst. Und du wirst merken, mit der Zeit lässt du immer mehr los und die Beine fallen immer etwas mehr auseinander. Was auch sehr schön ist, ist, wenn du deine Beine etwas beschwerst, also du kannst dir auch gerne hier ein, zwei Gewichte drauflegen, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Bring dann deine Beine mit etwas Druck wieder zusammen, mit den Händen geführt und wander mit den Fersen dann wieder etwas auseinander, sodass deine Füße ungefähr hüftbreit stehen. Und hier gehen wir jetzt in den Piriformis Stretch. Und zwar ist das dieser birnenförmige Muskel hier an deinem äußeren Gesäß, der auch gerne mal ein bisschen verspannt ist. Und um hier auch wieder ein bisschen Lockerung reinzubringen, können wir den auch auf Länge bringen, indem wir mal das rechte Bein auf das linke Bein legen. Und dann das Knie nach unten außen drücken. Und dabei versuch schön, das Becken stabil zu halten, also nicht irgendwie auszuweichen, sondern hier bleibst du wirklich mit dem Gesäß auf der Matte und die Beckenknochen bleiben schön stabil. Und du versuchst nur, dein Knie nach außen zu drücken. Und wenn du das Ganze dann noch etwas intensivieren möchtest, dann greifst du mal deinen Oberschenkel oder hier dein Schienbein, je nachdem, wo du besser drankommst. Und ziehst dadurch dein Bein noch etwas näher zum Körper ran. Und jetzt solltest du auf der rechten Gesäßseite auf jeden Fall einen deutlichen Zug spüren. Wenn du das Ganze noch ein bisschen intensiver haben möchtest, kannst du jetzt mal deine Beine insgesamt noch ein bisschen mehr nach links bringen, noch ein bisschen mehr zur Mitte. Und durch diese Adduktion kriegst du noch etwas mehr Zug auf den rechten Piriformis. Und auch hier kannst du gerne so lange verweilen, wie du magst, aber mindestens mal eine Minute und danach wechselst du einfach mal die Seiten. Locker dann nochmal deine Beine und wir kommen dann zur nächsten und letzten Übung. Und dafür brauchst du einen Yoga-Block. Du kannst aber auch gerne einfach ein festeres Kissen oder eine Decke nehmen, die du zusammenlegst, damit du jetzt dein Becken ein bisschen erhöhen kannst. Denn dadurch haben wir ja durch die Schwerkraft auch schon mal eine Entlastung auf den Beckenboden, da wir jetzt ja entgegenwirken. Und dann bringst du mal deine Füße mattenbreit auseinander und lässt dann deine Knie zusammenfallen, sodass deine Beine in Innenrotation sind. Und dadurch haben wir auch nochmal eine schöne Dehnung auf die Beckenbodenmuskulatur. Und da das ja jetzt unsere Abschlussübung ist, kannst du hier auch gerne noch etwas länger verweilen und einfach wirklich so diese Entspannung und diese Entlastung auf dem Beckenboden genießen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Übungen weiterhelfen und gefallen und du vielleicht schon direkt einen Unterschied spürst. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder hier im Bitterland einschaltest. Bleib schön gesund und vor allem entspannt, deine Lisa.